Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Patrick und ich begrüße dich auf meinem YouTube-Kanal 2 linke Hände. Der Kanal für Bastler, für kreative Köpfe und Fummler jeder Art. Manchmal erfordern kreative Gedanken aber auch einen Drucker. Manchmal möchte man seine Ideen, die man hatte, in die Wirklichkeit transferieren. Das geht wirklich sehr gut mit einem 3D-Drucker. Die Firma 3Dimensionals hat mir so einen 3D-Drucker zur Verfügung gestellt. Bei diesem Drucker hier handelt es sich um den Ender 3 V2. Das ist die getunte Version vom Ender 3. Auf diesem Wege möchte ich nochmal Dankeschön sagen an 3Dimensionals für den Top-Service, für die tolle Kommunikation und natürlich für den 3D-Drucker. In dem Video heute will ich dir da draußen aber mal zeigen, wie einfach so ein 3D-Drucker eigentlich sein kann, wenn man nur sich ein bisschen damit beschäftigt und man vorab gar keine Ahnung hat. Deswegen sprechen wir heute mal über den Ender 3 und in den nächsten Videos möchten wir eigene Modelle entwerfen, gucken, wo wir die Gratis-Sachen herbekommen, wo wir Modelle herbekommen und. Aber lass uns doch heute erstmal nur über den Ender sprechen. Der Ender 3 V2 ist die getunte Version vom Ender 3. Ender hat einige Upgrades eingebaut, die die Bedienbarkeit deutlich einfacher machen. Ein Druckbett aus Carborundumglas, ein größeres HD-Display, eine Werkzeugschublade für den Kleinkram, Riemenspanner und eine manuelle Zufuhr. Wieso das wichtig ist, da kommen wir gleich zu. Am Gehäuse hat sich bis auf die Werkzeugschublade und einer Positionänderung des Netzteils soweit nichts getan. Das Netzteil befindet sich jetzt unter dem Gerät, was den V2 optisch schlanker macht. Ansonsten gibt es einige kosmetische Änderungen, wie das Einfügen blauer Druckknöpfe oder eine optische Neugestaltung des Druckkopfes. Insgesamt steht der V2 aber optisch mit seinem schwarzen Aluminiumprofilen, den blauen Akzenten durch die Druckknöpfe und der schlanken Silhouette nicht schlechter da als sein Vorgänger. Im Gegenteil sind die Upgrades ihr Geld wert. Zu den technischen Daten. Der Ender 3 V2 wird als Bausatz geliefert. Die Abmessungen des Druckrahmens belaufen sich auf 47,5 x 47 x 62 mm. Er wiegt 7,8 Kilo, er kann Filament von 1,75 mm verarbeiten und kann PLA, ABS, PETG und TPU drucken. Die maximale Druckhöhe beträgt 22 x 22 x 25 cm. Der Druckkopf kann eine Temperatur von 255 Grad erreichen und das Druckbett 110 Grad. Die maximale Druckgeschwindigkeit beträgt 180 mm pro Sekunde und die Druckbettausrichtung ist manuell. Das Druckbett ist beheizt, das Display ist ein HD-LCD-Display und die Konnektivität wird via SD-Karte mit einem USB-Stick gemacht. Wenn der Strom mal ausfällt, kann einfach der Druck fortgesetzt werden. Der Drucker kann Dateiformate von STL und OBJ lesen. Das Paket. Der Ender 3 V2 kam in meinem Fall als Bausatz. Die Einzelteile sind super gut verpackt und halten auch mal einen oder mehrere schlecht gelaunte Paketfahrer aus. Das Paket ist übersichtlich gestaltet und ich muss nochmal erwähnen, dass die Teile wirklich gut verpackt sind. Im Lieferumfang des V2s befindet sich natürlich das komplette Gerät. Werkzeug für Zusammenbau und Regelbetrieb, erstes Filament, eine SD-Karte inklusive Adapter, einige Sticker, eine Anleitung, Schnellspanner und Druckköpfe. Es ist alles dabei, um sofort loslegen zu können, ohne noch irgendetwas vorab bestellen zu müssen. Der Aufbau. Beim V2 ist das Aufbauen in 30 bis 45 Minuten passiert. Ich selbst bin ja nicht wirklich versiert, was das Aufbauen von Elektronik angeht, aber dank der gut verständlichen Anleitung mit den schönen Bildern hat der Aufbau fehlerfrei funktioniert. Nur Lego macht detailliertere Anleitungen. Das erste Mal am Strom. Wie bereits erwähnt, solltest du schon 30 bis 45 Minuten für den Aufbau einplanen, aber auch nochmal so viel Zeit für die Inbetriebnahme. Vor dem ersten Druck muss das Gerät nämlich kalibriert werden, hört sich aber schlimmer an als es ist. Dazu schaltest du das Gerät ein, gehst auf Einstellungen und aktivierst Auto Home. Damit sucht sich der Drucker seine Startposition, an die er immer wieder zurückkehrt. Dann deaktivierst du die Stepper-Motoren. Nun kannst du den Druckkopf horizontal in die Ecken des Druckbettes schieben und mit den Rädern unterhalb des Bettes den Abstand zur Druckspitze so einstellen, dass ein Blatt Papier darunter passt. Wenn in allen vier Ecken der Abstand gleich ist, kannst du auch schon dein Filament einlegen. Die Filamentrolle wird an den dafür vorgesehenen Halter gehangen. Achte aber darauf, dass sich das Filament in dieselbe Richtung abrollt, wie die Öffnung am Extruder liegt, sonst hakt es. Achte auch darauf, dass du 1,75 mm Filament benutzt.
Das Filament muss in die kleine Öffnung rechts am Extruder gesteckt werden und kann dann mit dem blauen Drehknopf manuell bis zum Druckknopf geschoben werden. Das war beim Ender 3 so vorher übrigens nicht möglich. So, das war's dann auch nun. Jetzt kannst du drucken. Der erste Druck. Der erste Druck ist nicht schwer. Im Lieferumfang befindet sich eine SD-Karte inklusive passendem Adapter. Dateien findest du im Internet zuhauf. Du musst also nicht erst eine erstellen. Auf zum Beispiel Thingiverse.com findest du täglich neue schöne Dinge, die du kostenlos herunterladen und drucken kannst. Mit der kostenlosen Software Cura, den Link findest du in der Videobeschreibung, kannst du dann die Dateien via Drag-and-Drop importieren und gleich auf die SD-Karte ziehen. Cura bietet dir schon viele Voreinstellungen für verschiedene Drucker und unter anderem auch für Ender 3. Die SD-Karte steckst du dann einfach in deinen Drucker, gehst im Menü auf Drucken und wählst deine Datei aus. Der Drucker wird nun das Druckbett und das Filament aufwärmen, was je nach Raumtemperatur einige Minuten dauern kann. Mein erstes Fazit nach 80 Stunden Druckzeit. Der Ender 3 V2 ist super leicht aufzubauen und sehr schnell betriebsbereit. Die Bedienungsoberfläche ist einfach gestaltet und die Steuerung ist intuitiv dank des nur einen Dreh- und Druckknopfes. Der V2 ist kompatibel zu vielen Gratisprogrammen wie Cura, was es wirklich einfach macht, sich das Programm herauszusuchen, womit man am besten klarkommt. Aber leider gibt es auch Schwachpunkte. Trotz des tollen Carborundum-Glases blieben trotz Isopropanol-Reinigung des Druckbettes die ersten Drucke wenig bis gar nicht haften. Erst das Nutzen von Brittstift brachte die benötigte Haftung. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es vielleicht an falschen Einstellungen lag. Mir ist aufgefallen, dass eben das Druckbett sehr schnell zu verstellen ist. Bereits beim Abziehen des fertigen Druckes kann sich das Bett verstellen, daher ist es wirklich sinnvoll, vor jedem Druck die Ausrichtung zu überprüfen. Wo ich noch Verbesserungsbedarf sehe, ist die Gewindestange, an der der Druckkopf nach oben und unten klettert. Diese ist nach oben freiliegend. Hier könnte man eine nachträgliche Fixierung einbauen. Aber insgesamt macht der Drucker trotz der kleinen Zimperlein ziemlich Laune und ist echt zu empfehlen. Ja, und das war jetzt auch das Video zum Ender 3 V2. Ich hoffe, ich konnte dir die Angst ein bisschen nehmen, dich mit dem Thema zu beschäftigen. 3D-Drucker kannst du wirklich überall hinstellen, in deine Werkstatt, in dein Wohnzimmer und wenn du unbedingt möchtest, sogar in dein Schlafzimmer. Der Ender 3 ist leise, freundlich zu bedienen und auch super schnell einsatzbereit. Wenn du jetzt Interesse daran hast, dir so ein Ender 3 zu kaufen, dann schau da unten in der Videobeschreibung. Da gibt es zwei Links. Einmal den Link zu der Webseite von 3Dimensionals. Da kannst du dich vorab noch beraten lassen, dir vielleicht noch das passende Filament dazu schicken lassen oder dich vielleicht sogar noch für einen anderen Drucker entscheiden. Der zweite Link, der ist von Amazon. Wenn du darüber dir einen Drucker kaufen möchtest, dann würdest du mich damit unterstützen, aber ich will dir damit auch keinen Zugzwang zumuten. Mir würde es aber schon reichen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und die Glocke dabei drückst, denn dann wirst du auch automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. So, ich will jetzt noch ein paar Sachen drucken und würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn du eine Idee hast, worüber das nächste Video handeln kann, dann schreib es doch einfach unten in die Kommentare mit dem Hashtag Thema. Dann kann ich es raussuchen und vielleicht kommt dein Thema im nächsten Video dran.